Ich darf jetzt Herrn Bayer auf die Bühne bitten zu dem ersten Impulsvertrag. Herr Bayer ist vom Archiv für Bürgerbewegung Leipzig e.V. und dort in der Arbeitsgruppe Stolpersteine. Ja, auch von mir einen recht schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung, dass ich zu der Buchpräsentation von Herrn Wilker auch ein Stück weit mein Projekt hier in Leipzig weiter publik machen kann, also das Projekt der Stolpersteine. Und als ich gefragt wurde, ob ich hier was sagen kann, wann ist das denn? Na, am 21. Januar, und da ist mir spontan eingefallen, na gut, dann nehme ich das Datum zum Anlass. Denn am 21. Januar 1942 fand der erste Transport von jüdischen Menschen aus Leipzig nach Riga statt. Insgesamt gab es 9 Transporte und wie man sieht, 21.01.1942 knapp 560 Menschen aus Leipzig sind in das Ghetto von Riga gekommen. Ich will Ihnen die dramatische Situation, in der sich die Menschen befunden haben, heute etwas näher bringen. Das Thema des Abends im weitesten Sinne, Herr Wilker, ist ja, wie haben sich die sogenannten kleinen Menschen, die kleinen Leute in dieser mörderischen gesellschaftlichen Situation behauptet. Und dementsprechend will ich von dem ersten Transport weniger aus der Aktenlage heraus berichten, sondern aus dem, was uns Überlebende hinterlassen haben. Es war ein eiskalter Januar 1942. Es sollen minus 20 Grad in Leipzig geherrscht haben. 3 Tage vor dem Transport sind Listen verteilt worden mit den Namen der Deportierten. Die sind in den sogenannten Judenhäusern ausgehangen worden. Und die Perspektive, die den Menschen gegeben wurden, war, ihr kommt zum Arbeitseinsatz in den Osten. Wenn man bedenkt, dass die ersten Deportationen November, Dezember in Deutschland angefangen hat. Also die Leute wussten noch nicht, was sie nun eigentlich erwartet. Die Menschen wurden also von der Gestapo aus den Judenhäusern geholt und ihnen wurde gesagt, dass sie für 2 Tage Verpflegung mitnehmen sollten. Das ist die damalige 32. Volksschule, die sogenannte York-Schule. York-Schule deswegen, weil sie an der damaligen Yorkstraße lag, was heute die Ernst-Pickert-Straße ist, also in der Nähe vom Zoo. Das war das Sammellager für die jüdischen Menschen. Dort sollten sie sich einfinden. Die Schule steht nicht mehr, die ist dann im Dezember 1943 bei dem großen Bombenangriff auf Leipzig zerstört worden. Das wäre also auch nochmal so ein Lost Places, den man in Leipzig markieren sollte. Ja, wie es dort in diesem Sammellager, in dieser Schule zuging, das wissen wir von Zeitzeugen. Ein wichtiger Zeitzeuge für Leipzig ist Rolf Kralowitz,
der den Krieg überlebte. Und er war damals 16 Jahre alt und erzählte. Da bin ich zur Gemeinde bestellt worden. Das war Montag, der 19. Januar. Man hat mich gebeten, Hilfsdienst zu machen. In der Turnhalle mussten wir Stroh aufschütteln, sodass sie sich hinlegen konnten. Auch in zwei, drei Klassenzimmern im Erdgeschoss. Dort wurden die Leute erstmal reinboxiert und mussten sich dann aufhalten und warten. Dann sind sie in ein Klassenzimmer im Erdgeschoss bestellt worden und hier wurden sie dann pro forma von einem Arzt auf Transporttauglichkeit untersucht. Die waren natürlich alle tauglich, ob krank oder nicht. Zitat Ende. Der Transport an dem 21. Januar ging dann vom Vorstadtbahnhof Leipzig-Engelsdorf los. Das ist das einzige Bild, was es in Leipzig bisher gibt, von den Deportationen. Niemand weiß so richtig, ob es in Leipzig-Engelsdorf ist oder ob es der Verladebahnhof hinter dem Hauptbahnhof ist. Und wir wissen auch nicht, von wann dieses Foto ist. Aber ich habe es deswegen trotzdem mitgebracht, weil es für Leipzig also das einzige ist. Der Zug, der von Leipzig abging, fuhr über Dresden und in Dresden sind also nochmal 300 Menschen dazu gestiegen. Und der im Vorfeld schon seine, durch die massenhaften Erschießungen seine halbe Familie verloren hat. Alexander Bergmann, 17 Jahre alt. Die ersten Begegnungen mit deutschen Juden hinterließen seltsame Empfindungen und Eindrücke. Und das nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen aus dem kleinen Ghetto. Das Ghetto wurde nochmal unterteilt in das deutsche Ghetto und das kleine Ghetto, wo die noch lebenden lettischen wohnen mussten. Auf der einen Seite hatten wir Mitleid mit ihnen, Hunger, befanden sie sich jetzt in einem fremden Land mit einer fremden Sprache. Auf der anderen Seite waren wir ihr deutscher Patriotismus, wie auch ihr Glaube an die deutsche Ordnung und ihre brave Befolgung von Gesetzen und Vorschriften völlig unverständlich. Obwohl sie natürlich wussten, dass die Nürnberger Gesetze nicht rechtmäßig waren, erwarteten sie doch, dass die Behörden bei der Befolgung der Gesetze nicht über den Gesetzesrahmen hinausgehen würden. Am meisten regte mich auf, dass meine Gesprächspartner nicht davon zu überzeugen waren, dass uns all ein und dasselbe Schicksal erwartet. Niemand konnte die deutschen Juden davon überzeugen, dass sie aus dem gesegneten Deutschland nach Riga gebracht worden waren, um hier ermordet zu werden. Sie in Deutschland massenhaft umzubringen, das war nicht so leicht durchzuführen. Aber hier, im Wilden Osten, waren alle Voraussetzungen dafür vorhanden oder eigens dafür geschaffen worden. Mit dieser Perspektive möchte ich enden. Und möchte in dem Zusammenhang ankündigen, dass ich sehr froh bin, dass Herr Schwasta auf mich zugekommen ist und wir also perspektivisch mittels Stolperstein auch den weißen Fleck der Zeugen Jehovas in Leipzig etwas kontrastieren wollen. Und wir werden also im Sommer anfangen und in den, ja, wird wahrscheinlich mehrere Jahre dauern, uns diesem Thema annehmen. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend und bin sehr gespannt auf Herrn Wilker sein Buch, was ich vorab natürlich schon mal in der Hand haben durfte und es mich beeindruckt hat. Vielen Dank dafür.